So, rot werden muss keiner, aber reden wir doch mal über die schönste Nebensache der Welt, über Sexualität und das Miteinander schlafen. Denn Bekannte von mir haben da ein kleines Experiment gemacht mit einem interessanten Ergebnis. Um ihr Eheleben wieder in Schwung zu bringen, haben sich die beiden Eltern mehrerer Kinder vorgenommen, es 100 Tage lang einmal täglich miteinander zu tun, also sexuell intim zu werden. Schließlich müsse das gut sein fürs körperliche Wohlbefinden, für die gemeinsame Bindung und eine emotional gefestigte Gesamtsituation. Außerdem hatte sie ein Buch dazu inspiriert. Tatsächlich war es aber gar nicht so leicht. So schön es ist, miteinander zu schlafen, so schwierig ist es, mit so einer hohen Regelmäßigkeit dabei zu bleiben. Wer Familie, Beruf, Haushalt und aufregendes Liebesleben unter einen Hut bringen will, hat sich was vorgenommen. Letztendlich geht es dabei mehr ums Seelen- denn ums Sexleben. Und das Ergebnis des Experiments? Das Schwierigste war wohl, sich die Zeit für den gemeinsamen Liebesakt bzw. eben füreinander zu nehmen. Das ist ein Punkt, der sicher auch andere Lebensbereiche betrifft. Alles hat seine Zeit, heißt es in der Bibel. Es ist gut, sich nicht einfach treiben zu lassen, sondern das Leben bewusst anzugehen. Wichtiges zu tun, Unwichtiges zu lassen, Tag für Tag.